liebe Pfeifenfreunde. Ja, mein letztes Video vom Urlaub. Ein paar Fragen habe ich noch gesammelt, die von euch aufgetreten waren auf meine letzten Videos. Und eine kleine Verpackungsshow will ich gleich noch aufzeichnen. Sprich also euch mal zeigen, wie das ganze Gerumpel, was ihr in den letzten Wochen ja hier auf dem Boden verteilt erleben durftet, doch alles in den einen Rucksack reinpackt. Und da will ich auch mal schauen, dass ich da vielleicht eine neue technische Geschichte mache, weil da komme ich gleich nochmal drauf zu. Ja, ich denke mal, als allererstes darf ich mich bedanken beim Stefan. Kikuk. Der liebe Stefan hat mich mit Tabak beglückt. Das heißt also im Endeffekt, ich habe etliche Tabakproben von ihm bekommen und habe auch gestern Abend gleich mal den McLelland Nummer 27 ausprobiert. Muss schon sagen, tolles Stöffchen. Riecht ja wirklich exakt alte McLelland-Schule, wirklich nach Ketchup wieder. Also die Säure ist ja unverkennbar. Brennt unheimlich gut ab. Also selten einen Tabak gehabt, der also wirklich so fantastisch in der Pfeife gebrannt hat. Mag sein, dass es an der Feuchtigkeit liegt oder an der Konsistenz des Tabaks aktuell. Aber schon eine tolle Geschichte. Ein bisschen enttäuscht oder... Ja, enttäuscht ist vielleicht nicht richtig aus. Aber doch, enttäuscht darf ich sagen. Bin ich darüber, dass natürlich... Diese Würzigkeit, diese Spiciness, wie die Amerikaner ja so schön sagen, tatsächlich eigentlich nicht mehr unbedingt dann hinterher im Rauchgeschmack vorkommt. Also die Säure ist dann eigentlich dann nicht so da. Aber gut, es ist ein super reiner Virginia, der richtig klasse schmeckt. All Day Smoke könnte ich mir vorstellen für viele. Von daher danke Stefan, dass ich den schon mal ausprobieren durfte. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich als nächstes mal. St. James Woods von McLelland ist auch noch dabei. Torben Danske Navy Cut sehe ich gerade. Solani Virginia Flake. Gabbis Best Brown Flake. Den könnte ich heute Abend eigentlich mal. Volker Bier und. Ah, naja, gut. Aber viele schöne Sachen dabei. Danke, Stefan. Werde ich also in den nächsten Tagen mal durchprobieren. Dann hatte der liebe Klaas, Mr. Rossi 5, geschrieben und hatte gefragt: Mensch, du sagst, du willst eine Pfeife mitnehmen auf Tour. Ist das nicht zu wenig? Muss man nicht einer Pfeife so und so viele Tage Ruhepause gönnen, dass sie trocknen kann, dass das Ganze dann reicht? Also, ich habe hier auf meinem Zettel noch stehen, Unterhose Ausrufezeichen. Ich wollte eigentlich jetzt sagen, Mensch, wenn man schon überlegt, ob man eine dritte Unterhose oder vielleicht nur eine zweite Unterhose mitnimmt, dann wird man sicherlich keine zweite Pfeife mehr transportieren wollen. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Im Endeffekt ist es so, dass... du natürlich schon recht hast, Klaas. Das heißt, wenn man eine Pfeife mehrmals am Tag raucht, dann sollte man wirklich der Pfeife auch ein, zwei Tage Pause gönnen, dass sie das ganze Kondensat und die ganze Feuchtigkeit verarbeiten kann. Im Endeffekt ist es so, ich werde also maximal abends mal ein halbes Stündchen Pfeife rauchen. Und da denke ich mir, das muss die Pfeife dann abkönnen. Also das ist, muss sie in der Lage sein, auch mal über einen Zeitraum von sechs, sieben Tagen das Ganze zu handeln letztendlich. Habe mich übrigens auch nochmal umentschieden. Also die Parker wird nicht mitkommen, sondern ich werde doch diese Stanville mitnehmen. Die hat in dieser Woche so wunderbar gut gebrannt, dass ich denke, das ist eigentlich doch vielleicht das Richtige. Und auch den St. Bernard werde ich nicht mitnehmen, sondern ich denke, es wird der Dark vom Pfeifenstudio Frank werden. Hat einfach den Hintergrund, ich habe den St. Bernard dieser Woche nochmal draußen geraucht und habe dabei doch festgestellt, dass ich, wenn Wind ist und ich draußen bin, ich doch nicht so konzentriert und langsam einen Flake rauchen kann, wie ich das bei einer Mixture kann. Und von daher glaube ich, dass dann dieser Tabak auf Tour besser angebracht sein wird im windigen Schottland als jetzt eventuell der St. Bernard Flake, der vielleicht zumindest bei mir doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Ja, der Michael, der Anyfahrer, hatte nochmal nachgefragt und zwar sagte er, Mensch, was ist denn mit Vakuumieren? Warum kaufst du dir nicht so ein kleines Vakuummaschinchen und gehst hin und verpackst deine Sachen noch per Vakuum. Grundsätzlich keine schlechte Idee, praktizieren auch viele. Es gibt so ein paar Punkte, die mir nicht unbedingt dabei gefallen. Vakuumierte Verpackungen sind relativ fest und starr. Das heißt, also, es kann da schon mal zu bestimmten Bruchsituationen kommen oder Durchbohrungssituationen kommen. Das ist also nicht unbedingt das, was ich gerne im Rucksack haben möchte. Des Weiteren sind natürlich Verpackungen, die vakuumiert sind, letztendlich nur einmal aufzureißen und dann nicht wieder zu verschließen. Sprich, ich müsste das Müsli tatsächlich jetzt in sieben einzelne Tüten einvakuumieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht mir dann doch ein bisschen zu weit. Da gehe ich dann lieber hin und habe einen großen Müsli-Beutel, den ich mit einer Ziploc-Oberfläche verschließen kann, sodass ich dann dementsprechend halt das Ganze vernünftig dann einpacken kann.
Gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal im Thema weiter. Ich zeige euch jetzt, wie ich den Rucksack packe und dann werdet ihr sehen, dass da vielleicht das ein oder andere doch reinpasst, wo der ein oder andere doch dachte, Mensch, das kann ja gar nicht mehr alles unterbringen. Deswegen. Hallo, liebe Freunde. Ja, jetzt ist es bald soweit. In wenigen Tagen geht's los und ich denke mal, zur weiteren Dokumentation des Geschehens werde ich jetzt einfach mal versuchen, die ganzen Sachen, die ihr also hier um mich herum verteilt seht, dementsprechend auch mal endgültig in die Rucksackform zu bringen und auch in den Rucksack einzubringen, sodass man dementsprechend mal sieht, wie passt das Ganze, wie wird das gepackt, beziehungsweise was wiegt das Ganze vielleicht auch hinterher. Okay. Eine der Vorbereitungen, die schon traditionell übrigens auf jede meiner Tour erfolgen, bedarf einer Dienstleistung. Dieser Dienstleister, den ich also immer Anfang Mai dann in seinem Geschäft aufsuche, greift also automatisch, sobald er mich sieht, zu seinem 9 mm. Das heißt allerdings nicht in dem Sinne, dass er eine Waffe zieht und auf mich zielt, sondern er wählt einen passenden Scherkopf aus, weil ich halt dementsprechend immer denke, ein möglichst geringer Pflegeaufwand während der Tour ist eigentlich ganz angebracht. Und deswegen gibt es dann halt auch nochmal mal diesen speziellen Haarschnitt. Ja gut, ich werde jetzt mal was Neues ausprobieren übrigens. Die Kamera, die ich benutze, eine Ricoh GXR, kann auch Intervallfotos, sprich in einem festgelegten Zeitschema Fotos schießen. Und das Ganze werde ich jetzt mal testen, indem ich einfach mal so eine Funktion wähle. Und ich hoffe, dass ihr dann in einer Art Zeitrafferfilm seht, wie das Ganze dann abläuft. Nein, abläuft, aber absaufen kann vielleicht auch noch passieren. Wer weiß, mal schauen. Okay, deswegen würde ich sagen, schaut euch die Fotos an und dann bis gleich. Ciao.